Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanilLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir uns um Rowans Geschichte Nummer 2 gekümmert und haben noch in der letzten Folge, ja, apropos Katze, eine Katze noch gesucht, haben aber nur zwei andere gefunden. So, und ich habe die dritte Katze jetzt offscreen gesucht und mir sind irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, weil, oh, hier habe ich noch nicht nachgeguckt. Und ja, wir sind hier gerade im Kolosseum. Wir verschwinden auch direkt wieder hier. Also macht doch keine Hoffnungen. Nein, 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 nein. Irgendwann werden wir uns darum kümmern, aber nicht jetzt. Und hier ist die Katze. Bams. Kyo. Und Kyos Halsband. Sehr schön. Und jetzt können wir einen Auftrag als erledigt abgeben. Melden. So, und da war irgendwie noch was, wenn ich mich nicht irre. Habe ich auch gefunden. Zwiebel. Sehr schön. So, und unsere Katze ist zurückgekehrt. Und irgendwie will das Ding nicht das letzte Ding hier finden. Ich hoffe, wir sind hier nicht zum ersten Mal dahin, ne? Na gut, wo denn dann? Bin ich da, wo denn dann? Du, weil da fehlt noch eine Katze. Ob man die so finden muss, weiß ich nicht. Ja, du meinst schon, du mal. Ja. Ich habe meine Sprachlautstärke ein bisschen höher gestellt, weil, ja. Ich fand die doch ein bisschen leise. Ich finde die allgemein ein bisschen leise. Deswegen habe ich die mal ein bisschen höher gestellt, weil ich die leise fand. Deswegen habe ich sie lauter gestellt, ne? Weil sie ein bisschen zu leise war und so. So. Na, ich darf mich nicht ablenken lassen. So. Gehen wir nach, weiß ich nicht, Canberra. Haben auch noch nicht untersucht den Ort. Oder? Ne, hier noch nicht. Na gut. Ach, Mila ist hier. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir eine Mission von Gaius bekommen, aber anscheinend nicht. Milas Geschichte fortsetzen, yo! Kapitel 2, Meisterköchin Mila. Ah ja, da war ja was. Found you. Come with me. Are we playing hide and seek? Nope. Try again. We're heading out. Make sure your gear's in order. Mind telling us where we're going? Someplace in the neighborhood. Why are we going there? To get a bear paw. A bear? We're gonna see a bear? Ja, dann töten wir ihn wahrscheinlich. I heard they live nearby. You can make a world-class soup stock out of a bear's paw, you know. I'm talking grade A gourmet. Wait, do you mean the ones that live in the Nala lava tubes? Oh, da war ich letztens. Is it cute and fluffy? Those aren't exactly bears. They're violent bear-type monsters. Precisely. Why do you think I asked for your help? Hast du uns gebeten? Du stellst uns ja praktisch vor vollendeten Tatsachen. Du hast uns gebeten? I did. And you agreed. So it's settled then. Macht Sinn. Let's hunt some bear. Hooray, bears! If I could just get my hands on a bear paw. Okay. Elle und die andere Mila. Hey, listen, I know all about gourmet ingredients too. Have you ever heard of rose petal jam? It's super sweet and smells great. That hardly sounds like a gourmet ingredient. The price of roses varies by type after all. No, it's super gourmet. My daddy made it out of roses that he planted just for me. He said it was the only jam like it in the entire world. You can't get more gourmet than that. That was just your father trying to impress you. You wouldn't say that if you tried it. You can't just go around dismissing everything like that. That's why you're so close-minded and ignorant. What? I already know way more about everything than you do. You think you can rival the knowledge of the mighty Maxwell? You've got pluck, I'll give you that. But I know way, way, way more than you do about every topic in the entire universe. Well, I know way more than that. Way, 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 way. Oh, is that all? Because I know way, 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 way more. Ja. Rolo, sind wir uns einig. Oh Mann. War sehr schön. Indigo-Kugel. Warum auch nicht? Ich möchte einen Bronzesiegel haben. Wo ist es? Achso, ja, hier. Sehr schön.
Ah, ich mag die arrogante Mila. Ja, ja, okay, gehen wir direkt. Wo auch immer wir hin müssen, zu den Lava-Röhren nach dem Bären. Suche bei Nada nach dem Bären. Gibt's hier neue Waffen? Ich habe mir auf Screen wieder ein paar hergestellt hier. So Spezialanfertigungen und so. Ist eigentlich alles aktuell. Oder auch nicht. Da kommt direkt wieder eine neue um die Ecke. Mysteriöse Perle und Aquamarin. Bäh. Flutenfaust. Ey, wir können mal eine Faust herstellen. Mysteriöse Perle. Oh. Gletscher plus. Gletscher plus. Tropfstein. Das ist nur. Warte mal. Ach, Gletscher kann man. Okay. Hä? Ich kann entweder ein Dingens hier verwenden. Warte mal. Gletscher ist doch hier sowas. Was mehrere gibt, oder? Ja, ich will die nicht verschwinden. Na komm, tun wir hier Tropfstein wegmachen. Mein Tropfstein ist, glaube ich. Ich möchte nicht zweimal gleich haben. Na, egal. Okay. Da muss ich wieder Jude auswählen. Gletscher Plus. Warum auch nicht? So. Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, was ich kaufen kann. Nichts Aktuelles, okay. So, wen tun wir noch alles rein? Elise haben wir. Ja, okay, warum nicht? Aber Leia ist noch kurz davor, einen Freundschaftsboost zu bekommen. Mit Ludger, deswegen. Ja. Kommt Leia mit. Außerdem muss ich mit ihr klauen. Wir könnten uns auch einfach dahin teleportieren, aber. Ja. Weiß ich nicht. Letzte ist auch so schnell vorbeigegangen, deswegen. Ja, gehen wir von da hin. Wenn da drin wahrscheinlich schon genug suchen, ne? Hier muss ich noch alles erkunden. Irgendwann. War. Wenn ich schon wieder gegen's Mikro komme, ich muss mich mal anders hinsetzen. So ein bisschen gebückt ist war nicht schlecht. Nicht so gut für den Rücken, aber egal. Ich bin ja noch jung und knackig. Ja. So, das ist ja perfekt. Letztes Mal sind wir, glaube ich, hier durchgerusht. Als wäre das nichts gewesen. Und jetzt tun wir mal ein bisschen. Ja, ich habe mich hier so ein bisschen verarbeitet. Das 10 Kämpfer war jetzt eine gute Idee. Wenn jetzt irgendwie ein Boss kommt, haben wir ein Problem. Da muss ich wieder Gemüsesticks einsetzen. Das ist schlecht. So, komm mal her. Verbinden. Ja. Verbinden, nicht verbinden. Doch, verbinden. Mit mir. Zack. Und. Ach nee, mit Leia muss ich. Den Hammer hier. Sie kann besser mit dem Hammer hier. Verbindungsattacken einsetzen. Ihr verbindet euch. Also ein bisschen auch an die Shortcuts hier gearbeitet. Also wo ich welche Arzt hin platziere. Und ich hoffe, das lohnt sich ein bisschen. Hoffentlich. Also, ja. Habe ich das hingepackt? Genau. Ich sehe die ganze Zeit nur so Demon Fangs vorbeifliegen. So, komm her. Wusch! Bams. Voll schwachsinnig. Egal. So, ist jetzt die Strategie noch eingestellt? Ja. Warte mal. Ich glaube, ich sollte mal selbstständig handeln machen. Weil ich glaube, die Sachen wie verbinden und so, die werden, glaube ich, so oder so aktiviert. Oh, Geist 3, sehr schön. Warte mal. Versucht halt mal ein bisschen nur on-screen hier alles zu machen mit den Dingern. Ja, kann auch. Das kann auch. Boah, mein. Ich muss mein Mikro ein bisschen höher machen, ne? Viel zu tief und da ist meine Flasche, meine Trinkflasche umgekippt.
Ich glaube, wenn die nämlich selbstständig handeln, dann stehen die nicht einfach irgendwo rum und machen nichts. Mila ist meistens immer voll weit entfernt und macht nichts. Zum Teufel, Mila. Was ist los? Oh, ach so. Ja, mach mal so. Ja, Items. Ich muss noch alles umstellen. Ich habe mich immer so, ja. Ich habe nämlich die Kämpfe so eingestellt, dass, nee, komm hier. Wenn ich voll viele Gegenstände verbrauche, weil ich habe immer die Grenze hier erreicht, wo ich, wo ich bezahlen muss, also 100.000, die habe ich immer überschritten. Und ich will halt nicht offscreen irgendwie bezahlen. Deswegen, oh mein Gott, habe ich dafür gesorgt, dass meine Ausgaben ein bisschen höher sind. Wenn ich auch nicht immer von der gemessaged werde. Weil, hey, du hast ja voll viel Geld, gib mal ein bisschen davon. Zack. So, Layers haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, ne? Sehr schön. Sehr schön. Zeugs gelernt. Hey, do you think my penmanship's gotten any better? I think it's got a real flair to it, you know? Flair. Na. The fuck, warum? Stimmt, die ganzen Löcher haben wir auch nicht abgegrasen, ne? Sollten wir vielleicht mal nachholen. Oh, da ist eine Truhe, geil. Geil. Opal habe ich schon. Ja, jetzt jeden Gegner möchte ich auch nicht hier kaputt kloppen. Ich könnte es aber. Wie den jetzt zum Beispiel. Das geht dann so. Burns. Warum war er so schnell vorbei? Heiloffensive. Warum bekommen wir denn so viel Schaden? Ey? Ich glaube, Spinne. Ja, der ist auch gut, der Angriff. Komm her! Wie wechselt man nochmal? Ja, so. Aber ich möchte was klauen, wenn schon, denn schon. Ihr verbindet euch. Zack. Boah, ich hasse Gegner die ganze Zeit abwehren, ey. Der Tatalian-Kluft, da laufen auch so Drachen rum, ey. Die wehren auch die ganze Zeit ab. Was? Wenn ich allein zum X drücke, macht er das hier. Was zum Teufel? Mein Gott. Aua. Oh Mann. Ach, wir haben alle Levelwiedererstellung. Macht euch nicht ins Hemd. Oh. Ah, ist in Ausbildung, habe ich auch bekommen. Sehr schön. MFP, das ist nicht schlecht. Ich glaube, sie kann aber nichts. Moment, hier noch dazu bekommen. Hier, ich habe das hier reingemacht, Energieschranke. Alle erlittenen Schäden werden jedes Mal zum Preis von 3 TP um 30% gemindert. Na, lohnt sich noch nicht. Warum kann sie keine Mystic Art einsetzen? Ich meine, ich habe schon irgendwie so einen kleinen Verdacht. Sie ist ja nicht die echte Mila,
die wir kennen. Und ich habe mir das Intro ja auch schon ein paar Mal angesehen und irgendwie hatte die Mila in dem Intro blaue Klamotten an. Weil diese hat rote an. Aber die mit der roten Klamotten hat man auch im Intro gesehen. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Ja, Blitzabwehr, das ist kacke. Das habe ich schon im ersten Teil nicht gerne benutzt. So, das kannst du ruhig mal lassen. Nimmst du das hier? Wow, schon wieder so viele Dinger für Offscreen. Für Offscreen Farmen gelernt. So, sie dann auch kurz. Was? Ich finde das so geil, wie man hier so Sachen erlernt. Ich finde das richtig gut. Ich finde das ein richtig gutes System. Fällt mir sogar ein bisschen besser als das Lilium-Kugelsystem. Aus dem ersten Teil. So, diese Typen geben verdammt viele Erfahrungspunkte. Und ich verschwende ja gerade voll Zeit, fällt mir auf. Er kann doch so nicht losgehen, ey. Komm mal, was? Geht nicht. Komm mal, was, Leia? Sehr gut. Wurdisch. Ja, erstmal du. Du gehst mir jetzt schon auf den Nerven. Wundergummi, sehr schön. Okay, wollte ich eigentlich nicht, aber egal. So, komm her. Ich habe einen Trick gelernt. Wurdisch. Ich glaube, ich spinne. Okay. Ding, 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 ding. Ah, das hat nicht mehr gereicht, ne? Ja, das war blöd. Das war ein Feuerangriff. Hört auf, euch immer zu entbinden. Aua. Hört auf zu entbinden. Ah. Vor allem, die sind ja nicht so schlimm, aber gibt noch so Wasserviecher. Die waren in dieser Eishöhle, ey. Upsala. Ich habe die ganze Zeit L1 im Kreis gedrückt, weil ich Milas aktivieren wollte, aber da ist mir eingefallen, sie hat gar keine Mystik Art. Was mache ich hier schon wieder? So, binden, sehr schön. Hört immer auf, hört immer auf, immer. Ah. Wisst schon, was ich meine. Ja, noch mehr? Wieder einen neuen Trick gelernt, ich bin froh. Aber ich finde immer noch den hier am besten. Zero Divide. Sie klaut direkt was, sehr schön. So muss das sein. Sehr schön. Ja. Auferstehung, jawohl. Das ist gut. Meine Katze ist zurückgekehrt, sehr schön. Was? Das ist alles? Warte mal, hier. So, komm, jetzt gefällt mir was wieder. Mit was Anständigen, meine ich. Bindeschüler. Oh, sie mag es also. Sie mag also Fesselspielchen. Oh Mann. Als Kind werde ich mich noch jahrelang zurück erinnern. War. Kommt denn der her? Oh, eine Katze. Scratchy. Wo ist Itchy? Also die Maus. Ja, mein, mein. We bite and bite and fight. Nein, mein, bite, bite, bite. Itchy and Scratchy Show. Und dann fing das Massaker an. Ja, ich sollte jetzt mal vielleicht mich auf die Jagd konzentrieren. Oh, das sieht schon mal gut aus. Ah, okay. Kommt sogar noch hin hier von der Länge. Das klingt sehr nach einer blöden Idee. Also wenn wir 5 Meter entfernt nur suchen, dann werden wir auf jeden Fall nichts finden. Ja, komm.
soll nichts tun, während sie umfällt oder was? Oh nee. What do you think you're doing? What happened? Luger was totally grabbing Mila's. Ah, Al, that's enough. What? It wasn't that loud. Mila. Behind you. Huh? Hi. Okay, dass die sowas hier einbauen, so ein edgy Humor, das kann ich überhaupt nicht alleine. Oh Gott, der hat viel AP. Oh Gott, der ist Level 47. Der macht uns fertig. Aber er zieht doch nicht so viel ab. Und wir haben keine Gemüsesticks und so ausgerüstet. Wir werden sowas von sterben. Na, Mila, komm mal. Ja. Was? Mein Gott. Mussten die so einen komischen Humor hier einbauen? Ich mag so einen edgy Humor nicht. Oh nein, ich bin gestolpert und meine Hand, die landet zufällig in bestimmte Bereiche, wo sie nicht hin soll. Das kann ich nicht leiden. So im Anime ist jedenfalls, das ist ja aus Japan. Wurdisch. Ist ja aus Japan, als würden meine Zuschauer nicht wissen, was Anime ist. Wieso blöd halte ich euch? Nein, Quatsch. Und den machen wir voll fertig, sehe ich gerade. Wow. Oh, das war knapp. Mein Gott. Was? Was zum Leibe war das denn? Aua, aua. Aua, aua, aua. Ja, den Angriff kenne ich noch. Ah ne, er hat zum Feuer. Hat zum Feuer knarren. Ich glaube, der Hammer ist ein bisschen besser gegen dich, ne? Muss jetzt nicht die ganze Zeit auf mich losgehen, weißt du? Das sah ziemlich nach Feuer aus. Warte mal, ich hab doch den hier. Bubble Blast. Okay, das bringt's nicht. Hilfe! Oha. Ja, das war eine gute Idee war jetzt. Mein Gott, kannst du mal wenigstens zu tun, als würde ich angreifen? Ja. Ich wünschte wirklich, ich hätte meine Gemüsesticks. Please don't die. Hergeblieben. Hergeblieben. Ja, das könnte ein bisschen böse ausgehen hier. Dann Feuerdingen. Irgendwie machen meine Angriffe nichts. Au, 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 au. Okay, machen wir Folgendes. Aua. So viel dazu. Oh Mann, hör auf. Warte mal, du kannst ja jetzt Auferstehung, ne? Mach das mal. Hast du keinen Bock, ne? Aha. Ah, ich wünschte, ich hätte Elbe mitgenommen. Aua. Nixer. Warum lässt er sich denn jetzt nicht mehr von meinen Angriffen stunnen? Da lief er so gut. Wurisch. So, jetzt mal wieder hochheim, wenn es geht. Nein, nicht so. Wir müssen uns heilen, 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 heilen. Ja, du kannst mal einen Orangen irgendwie einsetzen. So. Ich dachte, wir würden uns heilen. Da wäre wohl irgendwelche. Okay, schade. Ja, du kannst ruhig das einsetzen.
Der ist überhaupt nicht. Den jucken unsere Angriffe gar nicht. Außer dir vielleicht. Wow. Könnte noch ein etwas langer Kampf werden. Oh Mann. Okay, komm her. Oh Mann. Und zack. Schieß bloß mit den Knarren, die sind Feuerelementar. Idiot! Aha. Boah, ist gut. Okay, ist gut. Nein, das ist nicht gut. Warte, irgendwas habe ich gemacht. So, gehen wir auf den los. Nein, er lag doch gerade am Boden. Willst du mich verarschen? Sag bloß, er hat abgebrochen. Ah. Ah. Fuck, fuck, fuck. Danke. Wenigstens einmal. Jawohl. Weiter damit. Und ich lösche mal. Zack, mach irgendwas. Das hat ja voll gebracht. Komm her. Da bin ich wieder. Hi. Hast du mich vermisst? Hör auf damit. Das ist einfach nur nervig. Und er hat irgendwas gemacht. Nein, 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 nein. Das wäre schon viel zu lange. Mein Gott, ist gut. Okay, jetzt spammt er einfach nur. Das ist einfach nur nervig. Mann! Oh, Mann! Alter! Oh nein, jetzt krieg ich wieder aufs Maul direkt. Gibt's doch nicht. Hey, ist gut! Darf ich auch mal wieder was machen? Was? Double twice the power? Was ist das denn? Warte, bis meine Leiste wieder voll ist, ne? Alter, ist gut. Was ist denn jetzt auf einmal los? Oh, sehr schön. Na warte, du kriegst es eins aufs Maul. Das wollte ich nicht machen. Oh fuck. Komm schon noch ein bisschen. Aua. Da war ein Heilungs. Okay, ist jetzt gut. Du fällst jetzt. Du willst aber nicht. Ja, Wasser, sehr gut. Oh, okay. That was rough. Are we really gonna eat this? Well, yeah. I mean, the book said it'll be tasty. Sag mir nicht, du hattest eine Feuerwaffe, Mila.
strength to protect. Yes, that's what I'm talking about. Okay. Irgendwie haben wir es geschafft. That's not the kind of bear I had in mind. Not even close. Okay. Irgendwie muss ich das wegdrücken. Teach them to me. Immediately. Now? Consider it an apology for your crass behavior. It's your chance to wipe the slate clean. Na schön. Bin da nicht so. It's easier for everyone this way. Is everything okay over here? Couldn't be better. I'm finally ready to make the ultimate soup. You perfected the recipe? Mostly. It just needs a few finishing touches. I have the ultimate secret weapon. Was ist denn diesmal für eine folgte Zutat? Ultimative Geheimwaffe? Ja, mich oder was? Secret if I told you about it. Besides, if I told you, I'd never get to be number one. You're certainly in this to win. To be honest, I don't care that much. I just want to see that look on Elle's face. What are you talking about? We're discussing how thoroughly I'm going to trounce Luger. Really? Really, really. Isn't that right, Rolo? Was? Meisterköchin Mila abgeschlossen. Yeah. Objekt Sphäre Plus. Was? Okay. Dann nehme ich jetzt auch noch mit. Und das auch. Okay, gehen wir irgendwo hin. Nur hier raus. Da schalten. Nee, da waren wir schon so oft. Gehen wir zurück nach Kambala. Bams. Dann würde ich sagen, ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Was? We've caught an awful lot of cats. Are they all friends of yours, Rolo? They're not really Rolo's friends, more like his subjects. He's basically their king. So, he's the Gaius of cats? Their king? Wow, Rolo's not pussyfooting around. Ever since we got all these cats together, I haven't been able to stop sneezing. He says, meow if you ever need help, and he'll save you. Is that right? His heart's as big as his belly. That's impressive. I'm glad you're the benevolent kind of king. Let's hear it for the king. Bravo! All hail Rolo! Niemals. Genau. Meine Katze ist zurückgekehrt. Ich nehme an, ich habe jetzt eine Katze bekommen. Ich habe die 50er Marke geknackt. Oder auch nicht. Warum auch nicht? So, ich möchte mal gerne wieder neue Sachen hier kaufen. Boink. So, voll viel Geld schon wieder zusammengetragen. So, Speicherpunkt. Da. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part nach 35 Minuten. Ja, kommt hin. Endlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.